Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu etwas Neuem. Wir spielen, und jetzt haltet euch fest, weil wir machen jetzt quasi einen Ausflug. Nicht? Wir spielen Camping Simulator. Also wie ihr seht, es ist richtig, richtig gemütlich. Und sowas wird jetzt hier 3 Folgen stattfinden. Ne? Dann viel Spaß euch und mach jetzt erstmal nichts. Nee, also ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen muss. Aber ich kann Stein werfen. Nicht genug Material. Okay, ich kann doch keinen Stein werfen. Oh, warte mal, doch. Mein Rucksack ist aber jetzt schon voll. Freaking hell. Na gut, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Okay, also ich habe es zwar schon erwähnt, dass wir Camping Simulator spielen, aber ich erwähne es nochmal, wir spielen Camping Simulator. Und das Spiel habe ich vom Entwickler bekommen. Öffne deine Karte und erkunde die Umgebung. Okay. Und ich muss sagen, es ist interessant. Also, ich habe es bis jetzt noch nicht groß angespielt. Das, was ihr hier seht, ist quasi auch mein erster Versuch. Außer ihr nehmt das Intro mit, beziehungsweise das Hauptmenü. Ich habe bis jetzt nur eine Sache verstanden, wir sollten am Anfang nicht zu viel einpacken. Das habe ich nämlich getan und jetzt haben wir Pech. Naja, gibt Schlimmeres. Ach, hier gibt's Bären. Okay. Okay, gut. Also wir haben Bären. Schön. Ja, das sind Orte, wo man hinwandern möchte zum Zelten. Eindeutig. Du kannst auch ohne Axt kämpfen. Das ist wunderbar. So eine Meldung kommt immer nur dann, wenn es relevant wird. Das finde ich jetzt nicht gut. Können wir benutzen hier. Zack. Oh nee, das heißt jetzt nicht, kommt ein Bär, oder? Gut. Fangen wir das Spiel direkt mit einem Kampf gegen einen Bären an. So wie jeder gute Campingtrip beginnt. Hell yeah. Okay, okay. Was muss ich jetzt machen? Höhle F. Was? Gut, also offenkundig ist die Übersetzung noch nicht so ganz geglückt, aber an sich sieht das Spiel ja schon mal ganz ulkig aus. Ich war der Meinung, es könnte auf den Kanal passen. Allerdings, um das wirklich entscheiden zu können, brauche ich eure Hilfe. Das heißt, eure Meinung zu diesem Spiel ab in die Kommentare. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt mir das. Ich kann ja sonst nicht wissen, was ihr wollt. Like das Video, dislike das Video am Ende und öffne deine Tasche. Okay, machen wir sofort. Und ich würde sagen, schauen wir uns das jetzt erstmal im Detail an. Ich habe keine Energie mehr. Nicht? Okay, gut. Geöffnet. Erforderlich zum Aufbau eines Zeltes. Benutzen. Perfekt. Bam. Lange Stange, kurze Stange. Machen wir die lange Stange, oder? Ja, wenn das nicht professionell ist. So, die kommen dann wahrscheinlich hier hin. Hier hin. Boah, das ist richtig hart zu steuern. So, das hätten wir schon mal geschafft. Jetzt kommt dann wahrscheinlich das Zelt. Ja, also wenn das nicht optimal aussieht, dann weiß ich es auch nicht. Ja? Es geht auch eigentlich nicht gerade. Oh, wir können zoomen. Ist ja schön. Das ist ein schmutziger Platz. Zoomen. Wow, wow, wow. Okay, was haben wir denn hier? Welcome. Ja, ich sag mal, ist jetzt nicht sehr detailliert, aber muss ja auch nicht sein. Oh, guckt euch das mal an. Was ein herrlicher Ausblick. Säubere den Bereich. Natürlich, deswegen bin ich hier, oder was? Erforderlich, um das Zelt zu befestigen. Weißt du was, das machen wir vielleicht auch erstmal. Müssen wir das jetzt ganz genau... Alter. Platzieren, drehen. So? Nein? Okay, Entschuldigung. Hier? Stopp, stopp. Boah. Digga. Boah, ist das schwierig. Also... Mit der Steuerung, da haben die sich ernsthaft kein Gefallen mit. Jetzt muss ich ernsthaft mal gucken. Also das ist so übertrieben, die Steuerung. Nein, nein, nein. FPS-Kappe. Ah, alles klar. Alles klar. Also die Mausempfindlichkeit mal ein bisschen runter. Eine FPS-Kappe ist drin. Ein FOV können wir mal hochdrehen. Ich arbeite eigentlich so im Schnitt mit 75, also 60 bis 75. Holy hell. Was ist das hier für ein Wetter? Beziehungsweise für eine Uhrzeit? Übel. Säubere den Bereich.
Voll geil, ey. Wir müssen noch den Bereich säubern und wir haben eigentlich schon das Zelt aufgestellt. Gut. Hiermit? Oder wie? E. Ach so, mit der Schaufel, die wir auch mit haben. Ich verstehe. Platz gesäubert. Können wir jetzt den Hering aufstellen? Aha. Bangarang. Ach, guck mal, einen Hammer hat er auch mit. Ja, der ist aber bestens vorbereitet, der Junge. Woher ich weiß, dass es ein Junge ist? Ganz simple Geschichte. Ich habe den Charakter gerade erstellt. Haha. Du, das hat jetzt aber schon so ein bisschen länger gedauert, sag ich mal, ne? Und die Stangen da drinnen, die sind ja mal schief wie Hulle. Ich glaube, wir machen noch nicht ganz so lange Folgen, wie ihr es gewohnt seid, weil ich mir nicht sicher bin, ob das tatsächlich auf den Kanal passt. Ich war der Meinung, es könnte sich um eine Art Survival handeln. Aber auch ich kann mich da vertun und deswegen halten wir es doch einfach mal bei kürzeren bzw. sinnigeren Folgen. Denn es scheint hier sehr viel repetitive zu sein und wir wollen nicht immer nur Heringe in den Boden schlagen. Oh. Zelten wir eigentlich in Deutschland? Obwohl da stand Welcome auf dem Schild. Also ich bezweifle es. Wobei es könnte technisch gesehen tatsächlich überall sein. Boah, Heringe in den Boden schlagen, das ging mir immer so auf die Nerven. Vor allem, wenn die dann mittendrin krumm geworden sind. Ich glaube nicht, dass das nur Ambiente-Sounds sind. Das glaube ich ehrlich nicht. Also ich denke, und da kann mich dieses Spiel gerne Lügen strafen, dass es sich hier tatsächlich um echte Tiere handelt. Und wieso müssen wir die ausgraben? Hallo, es ist doch nicht unsere Aufgabe, hier irgendwelche Campingplätze sauber zu halten. Das ist eindeutig nicht in Deutschland. Kein Deutscher würde auf einem Campingplatz gehen und sagen, boah, jetzt mache ich erstmal hier sauber. Das ist also, hier sieht's ja aus, da. Nö, die würden irgendwo da hingehen und dann einen auf Karen machen. Lege den Schlafsack in das Zelt. Nö, ich wollte ihn jetzt eigentlich da drauflegen. Was für ein Schlafsack? Ist das ein Schlafsack? Nö. Das sieht aus wie ein Schlafsack. So, stopp. Bleib stehen. Meine Güte, ist das schwierig. Okay, er schläft einfach mal instant. Also wir haben nichts fertig. Wir haben die Zeltstangen nicht fertig. Wir haben nichts fertig. Es ist ja mal einwandfrei. Objekt gestapelt. Och nö. Cool. Also nichts, was wir gemacht haben, war. Moment. Hast du das gerade einfach so aus dem Boden gezogen? Naja, kein Ding. Kein Ding. Okay, also mit dem Hammer hauen wir sie rein, aber wir können sie einfach so aus dem Boden ziehen, quasi. Ah, na gut. Alles von vorne. Schlafsack aufnehmen. Stange. Auf. Nein. Aufnehmen. 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 Nehmen. Ich weiß, das ist ein bisschen repetitive gerade, was? Und das kommt mir auch so vor, als hätten wir das schon alles einmal gemacht. Aber anscheinend hätten wir uns ein bisschen mehr an die Vorgabe halten sollen. Zack. Zeltfundament platziert. Quest abgeschlossen. Das ist übrigens einer der Punkte, die ich direkt mal anmerken kann. Liebe, liebe, liebe Entwickler, lasst die Leute das doch nicht 10-mal machen. Wir haben es doch gerade nun mal schon einmal hinter uns. Da muss die Quest doch einfach nur so intelligent sein, dass sie erkennen. Boah, ist das hellisch. Guckt euch das mal an. Wie der wackelt. Es ist. Alter, was machst du da? Willst du mich jetzt veräppeln? Guck dir mal, wie die aussieht. Das können wir so nicht stehen lassen. Wortwörtlich, das können wir so nicht stehen lassen. Gib mir das Ding nochmal her. Komm, das machen wir jetzt mal richtig. Das wird hier übrigens eine sehr zeltaufbaulastige. Ja, das wird eine sehr zeltaufbaulastige Folge. Es tut mir leid dafür, aber offenkundig will dieses Spiel, dass ich jede verdammte Quest der Reihe nach mache. Weil wir ja auch zu blöd sind, ein ganz normales Survival-Spiel zu spielen, was? Moment, weißt du was? Dann mache ich das halt gerade. Halt. Alter, wackel da nicht so wie so ein Bekloppter. Der Typ hat spastische Anfälle. Und das ist keine Beleidigung. Es ist einfach so. Na gut. Wir wissen jetzt alle, dass er es nicht hinkriegt, gescheit ohne uns. Der ist verloren. Ich sage euch, der ist verloren. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie es euch so geht. Hat euch Corona erwischt? Ich hoffe nicht. Und wenn doch, hattet ihr es tatsächlich mal? Dann schreibt mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Och, wäre das auch geschafft. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar und jetzt können wir auch Dinge sammeln. Wir brauchen, was brauchen wir? Holz, große Steine,
4 große Steine nur. Das wäre doch ein kleines Lagerfeuer. Bin ich ganz ehrlich. Und wieso ist hier ein Rucksack? Ja, das macht mich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade glücklich. Ich meine, das hier ist doch kein... Wie heißt das? Geocaching, oder? So. Herstellen. Hier. Ja. Haben wir. Verstehen wir. Wir haben auch alles hierfür mit schon. Cool. Herstellen. Also wenn ihr mit mehreren hier seid, könnte ich mir das tatsächlich sehr, sehr lustig vorstellen. Alleine, glaube ich, dauert dieses Spiel sehr, sehr lange, weil man sehr viele verschiedene Dinge suchen muss. Oh, mit mehreren. Moment, was muss ich jetzt machen? Grillrost. Auf das Feuer stellen, vor allem. Also meiner Meinung nach liegt er da. Aber gut. Lagerfeuer brennt nicht. Stelle die Kaffeekanne auf den Griller. Wir haben eine Kaffeekanne. Oh, das ist aber schön. Also eine Espresso-Kanne. Na gut, da wollte ich ja nochmal sagen. Du kannst dein Zelt aufbauen und schlafen, damit die Zeit bis zum Morgen schneller vergeht. Können wir das Lagerfeuer nicht erstmal anmachen? Wir haben doch sogar Streichhölzer mit. Ich habe doch vorgesorgt. Zumindest dachte ich, habe das. Jawohl, 100 Stück. Fallen lassen, das ist aber schön. Kann man sie denn auch vielleicht essen? Ach guck mal, wir machen Feuerzeug. Wie kann ich das denn benutzen? Entzünde das Feuer, Marshmallows, Brennholz hinzufügen. Erstmal nicht, glaube ich. Entzünde mal. What the fuck? Was war denn das für eine Flamme? Kaffee, okay. Bleibt das jetzt dauerhaft an? Nee, da wir Brennholz hinzufügen können, glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Können wir... wir können schlafen. Du schläfst gerade. Das ist aber schön. Lege einen Schlafsack in dein Zelt. Quest. Ist das dein Ernst? Du bist aufgewacht. Das ist mir aufgefallen. Also wir haben die Quest Du schläfst gerade abgeschlossen, aber nicht die Quest Lege einen Schlafsack in dein Zelt. Okay. Gute Programmierung. Really, really. Schlafe bis zum Morgen. Du schläfst gerade. Wie war das denn jetzt mit die Zeit vergeht jetzt schneller? Weil, so wie ich das sehe, vergeht hier überhaupt nichts schneller. Haben wir eine Uhr? Warte mal. C? Six Crouch, okay. Kaffee ist immer noch nicht fertig. Noch nicht gekocht. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Jetzt aber. Wo kann ich denn sehen, dass die Zeit gerade vergeht? Also. Wird es jetzt heller? Ist es jetzt schon? Ne, der Mond ist exakt an derselben Stelle. Fast. Habe ich was falsch gemacht? Ist dieses Spiel einfach schlecht gemacht? Ich meine, das kann ja sein. Davon gehe ich nämlich gerade ehrlich gesagt aus. Lass uns mal... Wir haben doch Kaffee gerade bekommen, oder? Ja. Wir haben Kaffee erstmal trinken. Also ab einer bestimmten Uhrzeit macht Kaffee tatsächlich müde. Zumindest wenn es ein Espresso ist. Kann ich euch also nur empfehlen. Wenn ihr Schlafprobleme habt, dann trinkt abends ein Espresso. Das funktioniert tatsächlich. Könnt ihr mal googeln, warum. Also wir sind anscheinend warm. Wir haben auch keinen Durst. Wir sind offenkundig auch nicht mehr müde. Glaube ich. Energie ist voll. Schlafe bis zum Morgen. Ja, das versuche ich. Aber irgendwie... Also ich weiß nicht. Es wirkt nicht wie schlafen. Bin schon wieder aufgewacht. Boah, ich habe eine unruhige Nacht, oder? Schlafen, aufwachen, schlafen, aufwachen, schlafen, aufwachen. Schon hell? Nein. Frühstück. Oh, jetzt ist hell. Okay, okay, okay. Was frühstücken wir denn? Irgendwas? Okay, dann hier. Dann gibt es erstmal Yummy Beans. Lecker. Pfirsich. Pack dein Zelt ein. What? Wir haben es doch gerade erst so schön aufgestellt. Boah. Jetzt alles wieder weg, oder was? Ja, bist du denn des Wahnsinns? Haben wir nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag Zelt auf- und abbauen, oder was? Uiuiui. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir 3 Folgen schaffen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen für euch. Hier gibt es einiges, was im Argen ist, meiner Meinung nach. Dein Rucksack ist voll. Nice. Okay. Also wir kriegen die Dinger, die wir reintun müssen, offenkundig nicht mehr rein. So, das heißt, wir müssen jetzt mal alles andere rausschmeißen. Vielleicht können wir irgendwas Nützliches bauen. Aha. Also wir können Steine zu Kleinstein machen. Okay, cool. Was ist das hier? Das ist ein Lagerfeuerständer. Wir können es als Grill verwenden. Okay, wir haben aber einen Grill dabei. Weißt du was dann hier? Raus.
Raus, raus. Statt hier die Umwelt zu verschmutzen, ne, indem du hier konstant auch noch Dinge rauswirfst wie Papierpäckchen, könntest du auch einfach schlicht und ergreifend den Ast hinlegen. Aber gut, hey. Mach das, wie dir das gefällt. Dein Rucksack ist voll. The fuck? Wir haben 3 Liter Platz. The heck? Wie sollen wir das dann da reinkriegen? Das hat doch vorher auch gepasst. Karte. Benutzen. Ich will das jetzt sehen. Stopp. Boah. Belassene Gebrauch. Aha, besser. Verlassener Pavillon. Aha, da oben ist eine Höhle, eine Angelstelle, Zeltplatz 2, Region, See und Startpunkt. Alright. Was ist denn die Mission? Zelt. Nein. Packe dein Zelt ein. Ja, ich würde sehr gerne, aber man lässt mich faktisch nicht. Objekt gestapelt. Dein Rucksack ist voll. The heck? Okay. Finden wir halt noch mehr Dinge zum Rauswerfen. Meine Güte. Zum Beispiel das hier. Gibt's denn hier einen Mülleimer? Ich fühle mich dabei irgendwie nicht wohl, dass wir das einfach so hinschmeißen. Ah, gut. Ach, weißt du was? Wir können das hier reintun. Wenn das so eine Art Geocaching ist, dann haben die zwar keinen guten Loot, aber dann haben sie Loot. Nein, können wir nicht. Schade. Na gut, dann schmeiße ich die Sachen doch einfach raus. Das ist kein gut mitgedachtes, nicht sehr nachhaltiges Spiel. Tut mir leid, das so zu sagen, aber es ist nicht schön, dass man uns zwingt, hier Müll in die Gegend zu werfen. Das ist auch kein gutes Vorbild. Ich sag's ja nur. Ein Taschenmesser, scharfes Jagdmesser. Okay, was können wir noch ausspeisen? Wir können was trinken. Ich bin mir sicher, dass wir langsam mal Durst haben. So, wir können mal was essen. Ein paar Beeren. Ich finde das mal gut, wenn es eine Gesamtübersicht gäbe. Und parallel die Kategorien. Deswegen, also so ist es jetzt noch nicht optimal, meiner Meinung nach. Gut, können wir jetzt dann unseren Schlafsack mitnehmen? Stock. Wisst ihr was, ich mache das mal ganz in Ruhe. Aha. Und ihr, liebe Freunde, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hoffentlich lasst mich hier nicht alleine. Ernsthaft, lasst mich hier nicht alleine. Es ist sehr schwierig zu spielen und dabei nicht komplett durchzudrehen. Deswegen lasst mich nicht alleine. Ich sammle mal eben 2 Stöcke auf. Und dann baue ich mir eine Angel, dann werde ich ein bisschen mehr Platz im Inventar los. Oder auch nicht. Ach Gott. Fallen lassen. Gut, ich mache das jetzt mal eben alleine. Tut mir leid. Wir haben eine Angel. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles klasse. Gut. Dann hier. Dann fliegen die Seile auch raus. So, tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder ein Dislike. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, freue ich mich. Und wenn ihr richtig cool sein wollt, dann werdet doch Mitglied auf dem Kanal. Ansonsten Abo nicht vergessen. Alles klar, ist gratis, aber nie umsonst. Und wir sehen uns. Bis dahin. Wollt euer Ries. Euer Wolf.